das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Klaus-Erich Bötzkes. Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zur Tagesschau. Der Einbruch bei der CDU bei der Bundestagswahl war von historischer Dimension. Die Partei diskutiert seither vielstimmig quer durch alle Ebenen über Konsequenzen. Seit dem Morgen tagen die Führungsgremien. CDU-Chef Laschet, der sich angeboten hat, einen inhaltlichen und personellen Neuanfang zu moderieren, wollte Präsidium und Vorstand seine Vorstellungen präsentieren. Jetzt Mitglied werden, wirbt die CDU großflächig am Konrad-Adenauer-Haus. Drinnen geht es heute um die Frage, sollen die Mitglieder einbezogen werden bei der Entscheidung über einen neuen Vorsitzenden. Diskutiert wird nicht weniger als die komplette Neuaufstellung und Neuausrichtung der CDU. Ich glaube, man muss jetzt einfach auch zügig handeln, damit es vorangeht mit der Partei. Und es geht auch nicht nur um neue Gesichter, sondern es geht darum, dass die Partei, dass die CDU auch nochmal einen neuen Sound für sich entwickelt. Das ist auch nicht eine Last, dass die Parteibasis eingebunden wird, sondern aus meiner Sicht eine Selbstverständlichkeit. Niemand soll den Eindruck erwecken, als könnte man die Parteibasis jetzt beiseite schieben. Das dürfte in Richtung Schäuble gerichtet sein. Der hatte sich dafür ausgesprochen, die Personalentscheidung allein dem Parteitag zu überlassen. Im Raum dürfte heute auch die Frage stehen, inwiefern Laschet am Ende den Prozess tatsächlich noch moderieren wird, wie er sich das wünscht. Laschet will sich für einen Konsenskandidaten einsetzen. Skepsis kommt aus Niedersachsen. Deswegen glaube ich, dass es eine Wettbewerbsentscheidung geben wird, dass dann darüber entschieden werden muss. Eine Mitgliederbefragung kann stattfinden. Und dann muss der Bundesparteitag sich auch aufgerufen fühlen, den Mitgliedern zu folgen. Noch allerdings gibt es keine offiziellen Kandidaten. Mögliche Interessenten wie Jens Spahn und Norbert Röttgen gingen heute schmallippig an der Presse vorbei. Die CDU ringt zwei Wochen nach der Bundestagswahl um einen Neuanfang. SPD, Grüne und FDP ringen derweil um eine Regierungsbildung. Heute sind sie in vertiefte Sondierungen eingestiegen, um die Chancen für eine Ampelkoalition weiter auszuloten. Nach weiteren Gesprächen in dieser Woche soll eine Zwischenbilanz gezogen werden. Und dann könnte sich entscheiden, ob es für förmliche Koalitionsverhandlungen reicht. In Berlin ist Christian Feld. Herr Feld, werden jetzt bereits die wunden Punkte, wie zum Beispiel die Finanzen, besprochen? Ja, die drei Verhandlungsparteien geben uns weiterhin keinen Einblick in die genaue Tagesordnung, also welches Thema in welcher Konstellation zu welchem Zeitpunkt besprochen wird. Wir haben allerdings beobachtet, dass beispielsweise die Grünen nicht in voller Sondierungsgruppe zum selben Zeitpunkt heute Morgen hier angekommen sind. Einige sind später gekommen und Winfried Kretschmann, der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, ist auch ein bisschen früher weggefahren. Die FDP zieht Fachpolitiker hinzu. Das lässt den Schluss nahe, dass man zwar in einer Runde dort oben sitzt, aber dass die Konstellation jeweils wechselt. So hangelt man sich durch die Themenbereiche und der Plan ist voll gepackt. Und die Hoffnung ist, dass man dann auch irgendwann die wunden Punkte lösen kann. Muss passieren, die kann man nicht ewig an die Seite schieben. Mhm. Nun gab es erst Sondierungsgespräche, jetzt vertiefte Sondierungsgespräche. Nächste Stufe wären reguläre Koalitionsverhandlungen. Wie schnell könnte es dazu kommen? Und die nächsten drei Termine stehen fest. Heute 10 Stunden Verhandlung, keine Statements geplant. Morgen ein halber Tag, weil zumindest Olaf Scholz dann in die USA reist zum G20-Finanzministertreffen. Es wird dann sicher noch weitere Gespräche geben. In der besten aller Welten aus Sicht der Verhandlungsparteien könnte es am Freitag soweit sein, dass man dann den nächsten Schritt geht und von Sondierung auf Koalitionsverhandlungen wechselt. Allerdings eine Garantie gibt es dafür nicht. Es gibt keinen Druck, dass das am Freitag passieren muss. Und beispielsweise die Grünen müssen für diesen nächsten Schritt ja auch noch einen kleinen Parteitag einberufen. Ich würde allerdings davon ausgehen, dass organisatorische Vorkehrungen dafür schon getroffen sind, dass man das dann auch sehr, sehr zügig vielleicht schon am Wochenende dann machen könnte. Christian Feld war das. Herzlichen Dank nach Berlin. Seit 2015 ist Jörg Meuthen einer der Bundessprecher der AfD, zuletzt an der Seite von Tino Chrupalla. Jetzt zieht sich Meuthen von der Parteispitze zurück. An die AfD-Mitglieder schrieb er heute, er werde bei den Vorstandswahlen im Dezember nicht mehr antreten. Schon seit längerem gibt es erhebliche Differenzen in der AfD-Führung. Meuthen plädierte dafür, die Partei gemäßigter zu präsentieren und stieß dabei zunehmend auf Widerstand. Nachdem der Staat
Nachdem der Staat über ein halbes Jahr lang kostenlos Corona-Tests bereitgestellt hat, müssen ab heute die meisten Menschen ihre Tests aus eigener Tasche bezahlen. Auf diese Regelung hatten sich bereits im August Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder geeinigt. Sie begründen ihre Entscheidung damit, dass es mittlerweile für alle kostenlose Corona-Impfungen gebe. Es ist still geworden im Corona-Schnelltestzentrum am Kölner Hauptbahnhof. Am Sonntag haben sich hier noch knapp 300 Menschen kostenlos testen lassen. Das ist jetzt vorbei. Kostenlos ist es prinzipiell nur noch für diejenigen, die aus bestimmten Gründen nicht geimpft werden können. Das sind Kinder unter 12 Jahren, Schwangere in den ersten 3 Monaten der Schwangerschaft und Menschen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können. Ich finde es in Ordnung, dass die Leute jetzt dafür Geld bezahlen müssen, weil wenn sie aus irgendwelchen Gründen keine Lust haben, sich impfen zu lassen, dann warum sollten dann die Allgemeinschaft dafür gerade stehen? Ich finde es besser, wenn sie kostenfrei sind, dass jeder auch selber entscheiden kann. Ich finde, das soll auch jeder entscheiden, ob er sich impfen lässt. Ich kann mir vorstellen, dass ich jetzt zweimal drüber nachdenke, ob ich jetzt ausgehen möchte oder nicht. Das Ende der Bürgertests kommt, um den Druck auf diejenigen zu erhöhen, die sich bislang nicht haben impfen lassen. Die Teste waren in der ganzen Corona-Strategie immer eine Brücke, schon Freiheiten zuzulassen, wo wir noch nicht alle impfen konnten. Und genau diese Tatsache ist ja weggefallen. Ausnahmen gibt es für Besucherinnen und Besucher von Alten- und Pflegeeinrichtungen. Sie können zur Sicherheit der Bewohnerinnen und Bewohner weiterhin in den Einrichtungen kostenfrei getestet werden. Er bildet traditionell den Nachklapp zur Nobelpreiswoche, der Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften. Vor wenigen Minuten hat die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm die diesjährigen Preisträger verkündet. Ausgezeichnet werden David Card für seinen Beitrag zur Arbeitsmarkttheorie sowie Joshua Angrist und Guido Imbens für ihre Forschung zur Analyse von Kausalzusammenhängen. Alle drei Prämierten arbeiten in den USA. Und in Stockholm ist Christian Blenker. Herr Blenker, was lässt sich über die Preisträger und ihre Forschungen sagen? Zunächst einmal sind alle drei wohl ziemlich spät ans Telefon gegangen. Deshalb ist die Verkündung etwas verspätet. Die drei arbeiten ja an der Westküste in Amerika und an einem sehr ähnlichen Arbeitsfeld. Es geht um Auswirkungen von Migration zum Beispiel oder die Höhe von Gehältern auf den Arbeitsmarkt. Alle drei haben versucht, Kausalzusammenhänge aufzudecken. Also wenn ich mein Gehalt verändere, welche Auswirkungen hat das auf die Gesundheit? Welche Effekte lassen sich dann am Arbeitsmarkt ablesen? Alle drei forschen also an der Westküste Amerika an diesem Thema. Warum ist dieser Preis nach strenger Auslegung eigentlich gar kein richtiger Nobelpreis? Der Nobelpreis geht ja zurück auf den Dynamiterfinder Alfred Nobel, der in seinem Testament festgelegt hat, dass die Nobelpreise an Wissenschaften gehen sollen, die für die Menschheit sehr wichtig sind. Medizin zum Beispiel, Chemie oder Physik. Und der Wirtschaftswissenschaftspreis, der war eigentlich nicht vorgesehen, der ist erst nachträglich gekommen durch die Schwedische Reichsbank, die in den 60er Jahren gesagt hat, wir müssen also auch einen Preis für die Wirtschaftswissenschaften ausloben. Und deshalb ist dieser Preis erst nachträglich gekommen, aber geht nicht zurück auf das Testament von Alfred Nobel. Christian Blenker war das, aus Stockholm zugeschaltet. Vielen Dank. An der Börse herrscht zunehmend Verunsicherung. Die Preise für Öl und Gas steigen weiter an. Das belastet auch die Unternehmen. Unklar ist außerdem, ob die Notenbanken bei ihrer Politik des billigen Geldes bleiben werden. Klaus-Hanna Jakisch, was machen die Anleger aus dieser Melange? Ja, das alles sorgt in der Tat für große Unruhe hier am Frankfurter Aktienmarkt. Und natürlich sind die Energiepreise das große Thema, denn sie sind weiter gestiegen über das Wochenende und auch heute, nachdem sie ja bereits Ende vergangener Woche ein 3-Jahres-Hoch erreicht hatten. Das liegt vor allem an der OPEC, der Organisation Erdöl exportierender Staaten, die eben weiter die Hand auf die Erdölförderung legt und nicht genug Erdöl fördert. Und dementsprechend steigen die Preise. Mittlerweile macht es zunehmend Sorge. Der Gemeinde- und Städtebund zum Beispiel verlangt, dass die Politik einschreiten muss und vor allem einkommensschwache Familien unterstützen muss, weil die Energiepreise explodieren. Aber auch die Unternehmen sehen das natürlich nicht gerne, denn es verteuert natürlich ihre Produkte. Und das wird dann wiederum die Inflation antreiben, die die Commerzbank mittlerweile für 5% im November ansieht. Der deutsche Aktienindex, wie gesagt, deshalb in der Minuszone aktuell bei jetzt genau 15.183 Punkten, 22 weniger als am Freitag. Also ein schwacher Start in die neue Börsenwoche. Klaus-Hanna Jakisch war das von der Börse in Frankfurt. Vielen Dank.
Es wirkt ja alles seriös, auch die Sicherheitsmaßnahmen, die der angebliche Online-Finanzdienstleister FX Leader anbot. Viele Anleger ließen sich dadurch verleiten, hohe Summen zu investieren. Als sie dann ihre vermeintlichen Gewinne abheben wollten, war es zu spät. Unter Führung der Polizei Braunschweig ist Ermittlern nun ein Schlag gegen die europaweiten Finanzbetrüger gelungen. Vergangene Woche fanden Durchsuchungen in Bulgarien, in der Ukraine und den Niederlanden sowie auf Zypern statt. Und mutmaßliche Drahtzieher wurden verhaftet. Angelika Henkel in Braunschweig, wie hat denn die Masche funktioniert? Ja, auf diesen Internetplattformen werden vermeintlich lukrative Geldgeschäfte angeboten, zum Beispiel Investitionen in Kryptowährungen und Bitcoin. Da wird geworben, missbräuchlich, mit Namen von Prominenten. Wenn man 250 Euro einzahlt, bekommt man sehr gut gefälschte Bilanzen, Kontoauszüge, auf denen man sieht, wie sich die Gewinne ins Unendliche gesteigert haben. Und Callcenter aus Bulgarien rufen professionell an, um die Leute zu betüddeln. Die Polizei geht davon aus, dass Zehntausende Menschen betroffen sind und mehrere Millionen Euro überwiesen haben. Jetzt nach diesem Schlag gegen die Täter oder mutmaßlichen Täter, dürfen sich Geschädigte Hoffnung machen, dass sie womöglich Geld zurückbekommen? Das ist die bittere Nachricht, denn obwohl es der Polizei gelungen ist, auch Konten einzufrieren und mehr als 400 Server zu beschlagnahmen, sind die Gelder vermutlich bereits gewaschen. Wir haben mit einem Opfer aus Göttingen gesprochen, ein Rentner, der hat 250.000 Euro investiert und verloren. Eben bei der Pressekonferenz hieß es, es gab auch Rentner, die haben ihr letztes Erspartes zusammengekratzt und noch Schulden aufgenommen. Also das ist ziemlich bitter. Angelika Henkel mit Informationen aus Braunschweig, vielen Dank. Der Feldhamster, klein, posierlich und vom Aussterben bedroht. Allein in Deutschland ist jede dritte einheimische Tierart bestandsgefährdet. Bei den Pflanzen ist das sogar etwa jede vierte Art. Den Artenschwund weltweit zu stoppen, das ist das hochgesteckte Ziel der UN-Konferenz zur biologischen Vielfalt. Heute beginnen im südwestchinesischen Kunming Beratungen mit online zugeschalteten Vertragsstaaten über eine bindende Verpflichtung, gemeinsam Lebensräume für Pflanzen und Tiere zu erhalten. Im Süden Chinas, in der Provinz Yunnan, leben sie in Nachbarschaft zu einer bedrohten Art. Eine Tierschützerin nimmt uns mit in den Wald, wo sich die äußerst scheuen Tiere verstecken. Wir können sie nur hören. 1300 der westlichen schwarzen Schopfgibbons sollen hier noch leben. Geschützt von Dorfbewohnern, die darauf achten, dass niemand hier Bäume fällt oder jagt. Wir brauchen nicht nur Regierungen, die den Naturschutz anführen, sondern die Menschen vor Ort müssen sich selbst einbringen. Sie sind der wichtigste Faktor beim Artenschutz. Auf der UN-Konferenz in Yunnans Hauptstadt Kunming verhandeln nun 193 Staaten, um Lebensräume von Tieren und Pflanzen zu schützen. Es ist das wichtigste Treffen seit 10 Jahren. Experten hoffen auf den Ausbau von Naturschutzflächen. Es gibt das internationale Bestreben, 30% aller Land- und Meeresflächen weltweit